Scope, okay. Oh, ja. Ab dort. Scheiße. Hallo und herzlich willkommen jetzt hier nach diesem Cut, aber nach der nächsten Folge. Zur nächsten Folge. Wir fahren jetzt hier vom Flughafen. Von der Tankstelle los. Was passiert? Ja, wir sind hier aufgefahren, hatten dann einen Unfall mit dem LKW, der vor uns war. Weil der ja auch hier aufgebogen ist. Ich musste, hatte die jetzt gecuttert, die Folge, oder so beendet letztes Mal. Weil das ja sonst zu lang wird. Ja. Und zu lange Videos sind eigentlich, ja, auch eigentlich nicht vor, so zu machen. Und nachher, ihr wisst Bescheid. Außerdem könnt ihr euch dann freuen auf die weiteren Folgen, wenn ich diese ein bisschen cutten längere. Das könnt ihr mir auch mal in die Kommentare schreiben, soll ich, wenn es solche Folgen sind. Also von, zum Beispiel jetzt von Finnland oben, wenn wir jetzt in, also Helsinki, wenn Helsinki bis zum Beispiel bis nach Palermo, Italien, und das ist ja schon an die 2.000-3.000 Kilometer hier im Spiel, ungefähr. Also im echten Leben wahrscheinlich noch mehr, aber im Spiel wäre es ja 2.000-3.000 Kilometer. Das heißt, das dauert natürlich auch eine Zeit. Soll ich das dann so machen, wie ich das jetzt weitermache, die Folgen an einem Punkt beenden und am nächsten wieder starten? Oder cutten als weitere Teile? Vielleicht auch das. Vielleicht werde ich es auch machen, aber ja, das sollte mir mal in die Kommentare schreiben. Oder halt, dass man es dann durchzieht, so eine komplette halbe Stunde, dreiviertel Stunde. Aber das muss ich ehrlich sagen, eine dreiviertel Stunde mir ein Video anzugucken, wo man ein Auto fährt, ist ein bisschen, weiß ich nicht. Ja, so denke ich zumindest, sag mal so. Na gut. So, Tempomat wäre drin, es geht weiter. Wir haben noch 168 Kilometer vor uns bis nach Atterbury. Ja. Ich habe übrigens jetzt auch ein neues Headset, ist letztens angekommen, mit dem ich auch gerade aufnehme. Also die letzte Folge aufgenommen habe. Ich hoffe, dass man mich super gut hört. Das ist besser als mit dem alten Headset. Ich denke, das wird sich besser anhören. Ja. Was gibt es sonst noch zu sagen? Ja, wir sind wieder hochmotiviert nach Edinburgh zu kommen. Könnten natürlich auch einen Auftrag nach Glasgow annehmen. Oder weiter ins Ausland fahren. Mal gucken, kommen wir jetzt zum Flughafen. Boah. Jetzt gerade da gestartet das Flugzeug. Cool. Also hier irgendwo ist der Flughafen. Hier ist der Flughafen über mir. Nein, naja gut. Ich glaube, da war Flughafen. Naja, und auf jeden Fall weiter geht's jetzt hier nach Edinburgh. Und jetzt war ich übergegangen. Oh, die Straße wird eng. So, jetzt wird es wieder eine eintönige Straße, Leute. Jetzt heißt es wieder, ich will mich die Autos nicht überholen. Also könnten sie schon, aber naja. Ist riskant. Sagen wir so. So. Und die bleiben auch meistens hinter einem. Also jetzt sowieso, weil die durchgezogene Linie ist, aber ja. Der Autofahrer vor mir hat sich ja gerade noch schnell durchgeschlängelt, als doch diese zweispurige Straße da war, ja. Damit habe ich jetzt etwas schön hier vor mir. Was ist das hier? Oh, ein Damm oder so. Cool. Sieht schon cool aus. Ey, manchmal sieht die Umgebung echt schon cool aus. Ja. Nicht, dass das hier das Loch Ness ist. Das ist ja wirklich oben in Schottland die Loch Ness und so. Und, ja. Kann durchaus sein. Ich glaube, sind wir zu schnell. Die bremsen alle ab vor mir. Nein. Oh oh. Bremsen. Oh Gott. Fast, Leute. Fast hätten wir uns aber erwischt. Na, jetzt bin ich wieder langsam, ne? Ja. Bin ich jetzt hier wieder ein Speed aufgebaut, dauert wieder ein bisschen.
Na ja. Also, wo wir gerade stehen geblieben, Loch Ness. Ja, es könnte also ehrlich gesagt Loch Ness sein, wo Nessie entdeckt worden ist. Beziehungsweise, ob es Loch Nessie wirklich gibt, ist eine andere Sache. Aber ihr wisst, was ich meine. Möglich kann alles sein. Und auf jeden Fall ziemlich kurvenhaltig und reichlich ist das hier. So, und hier gibt es einen Parkplatz. Und hier sind wir übrigens jetzt schon in Schottland. Da sind wir schon schottische Flagge links. Sehr schön. Also in Schottland sind wir auf jeden Fall schon mal. Ja, und nochmal zu Loch Ness zurückkommen. Das Loch Ness oder Nessie gab es ja in Schottland. Oder ist ja ein See kurz unter Schottland. Oh, bei Schottland nicht. Oh, jetzt gibt es eine Linkskurve, okay. Oh, ja. Absturz. Scheiße. Alter Schwede. Da hatte ich zu viel Speed drauf. Katastrophaler Absturz. Oh, nee. Eingabe. Abflipper rufen. 4 Stunden. 2117 Euro. Oh, Mann. Mal gucken, wo wir hingemacht werden. Wir müssen uns abschleppen lassen, wir wären da nicht mehr gekommen. So, kurz einmal die Karte aufmachen, gucken, wo wir sind. Wir sind hier. Hier sind wir abgekratzt, hier bei der Linkskurve. Und gut ist, wir wurden nach Edinburgh gebracht. Hier, yeah, wir sind nur noch hier und da und dann haben wir es geschafft. Das ist ja mal eine schnelle Folge gewesen. Stark. Aber problemlos, irgendwann muss ich auf jeden Fall diesen Weg nochmal zurückfahren, damit wir dann das natürlich auch dann haben. Ja, na gut. Ja. Deswegen ist es immer scheiße, wenn man umkippt, aber ich hatte jetzt auch auf die Speed auch gar nicht mehr geachtet, ehrlich gesagt. Motorfehlfunktion, geht nach Werkstatt. Motorfehlfunktion, so, reparieren wir auch nochmal unser Ecker, 14.000. Dann funktioniert auch einwandfrei. Und dann würde ich sagen, machen wir, drücken wir E und W und alles Mögliche und fahren dann unser Endziel, wollte ich gerade sagen, dass ich mir allzu weit weg ist. So. Freitag 11 Uhr. Ja, ein bisschen verspätet bin ich auf jeden Fall. Ein bisschen verspätet, und zwar um 4 Stunden. Kommt ungefähr hin, ja, um 4 Stunden. Ja, meine Arbeit angekündigt, okay. Achso, oh! Leute. Schottland, England, Linksverkehr. Oh Gott. Ich komme darauf nicht klar. So. Ich habe mich gewundert, warum das Auto mir entgegenfährt. Mein Gott. So, hier muss ich rein, wa? Den lassen wir auch durch hier. Und dann käsen wir hier rein. Oh Mann, ey. So, dann machen wir das, ja. So, dürfen wir eigentlich hier mal kurz. Laterne. Oh, der Spiegel. Boah, Tisch. Habe ich fast mein Spiegel abrasiert. Sehr schön. So, und dann geradeaus zu. Sehr schön, sehr schön. Ja, doch, passt, oder? Na, es dürfte eigentlich passen, vielleicht. Doch, das passt. Und dann haben wir noch mit T, dann haben wir diese Folge auch beendet. Hühnerfleischrader bis nach Amberry. Sehr schön. Abzug für Schäden. Unpünktlich. Ja, war ein bisschen unpünktlich. Ich habe 11 Stunden gebraucht. Oh Mann, Scheiße.
Aber kriegen immer noch 6000 Geld. 120 Liter mehr braucht, verspätet, ja gut. Aber in Edinburgh oder Edinburgh sind wir angekommen. Na, gucken wir mal. Siehst du, wir haben nämlich jetzt hier einen von Edinburgh bis nach Amsterdam zurück oder bis nach. Bis nach Dingso. Bis nach Dänemark. Dann würden wir mit der anderen Fähre fahren. Oder wir machen jetzt immer so, dass wir jetzt hier erstmal die englischen Länder, also Städte abfahren. Ich weiß ja nicht. Das sind die beiden Aufträge von der gleichen Firma, die fahren noch hier nach Amsterdam hier runter oder nach Odensee, wie gesagt, in Dänemark. Ich weiß nicht, was da besser ist. So. Wenn es hier Amsterdam geht, wäre es eigentlich besser, einfach wenn bis man nach Newcastle fährt und dann mit der Fahrt rüber bis Amsterdam. Oder ist gerade falsch? Okay. Gute Frage, nächste Frage. Ja. Wir machen erstmal eine freie Fahrt und ich würde sagen, wir suchen uns auf jeden Fall. Wir suchen uns auf jeden Fall hier in Edinburgh mal eine Firma. Da haben wir die Firma haben wir ja noch und die Firma haben wir ja noch. Und da fahren wir mal hin. Noch in dieser Folge jetzt. So, sehr schön. Denken wir daran, wir müssen links fahren. Da wir hier in England sind. Ich vergesse das immer wieder, Leute. Ich kann das nicht. Links reinfahren, genau. Und beim Rausblinken dann. Das ist ein Händler hier, wa? Oder was? Ja, hier wollte ich rein, genau. Hier hin. Ich dachte eigentlich, der verkauft mir irgendwas oder ich kann da irgendwas. Irgendwo. Ah, doch, hier vielleicht. Mal, gucken wir mal. Ah, ja, okay. Sehr schön. So. Aufträge. Nach Calais, nach Frankreich. Amsterdam oder weiter hoch in England nach Aberdeen. Ja, dann würde ich sagen, geht's nach Aberdeen für die 237 Kilometer. Also, aber das werden wir uns dann in der nächsten Folge angucken. Beziehungsweise, wie gesagt, ich würde sagen, wir setzen jetzt noch auf hier in dieser Folge den Wagen bis nach Aberdeen. Ihr müsst mir zeigen, ob ich das richtig ausspreche. Ich denke mal, es war heißt aber den. Auf jeden Fall, ja. Sehr gut. Ja. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns dann hier wieder, wenn wir ihn hier rausfahren. So. So, gucken wir uns nochmal kurz die Karte an, wo wir langfahren. Wir fahren dann hier lang. Fahren hier raus. Und das ist dann, glaube ich, auch schon Irland, ne? Und fahren dann hier hoch bis nach Aberdeen. Ja, dürfte eigentlich für diese Folge ganz gut gehen. Und dann würden wir Aberdeen vielleicht hier nach Glasgow und hier zurück. Hierfür müssen wir diese Tour wie machen. Und ja, dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zusehen und die fährt übrigens am Amsterdam der Hafen, okay? Ja. Ja, vielen Dank fürs Zusehen dieser Folge und ja, drei Folgen jetzt, zwei einzelne Folgen. Macht's gut, haut rein und ciao.